Ist das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Nein, ich weiß wieder. Der Stern explodierte und riss mich fort. Und jetzt wandle ich als Geist zwischen den Welten. Was wird nun passieren? Dieser Schatten. Gengar! Shawnee, hat nicht viel gebraucht, dich umzuhauen. Geschieht ja recht. Was soll ich jetzt mit dir machen, hä? Ich weiß. Ich bringe dich in die Schattenwelt. Genau das mache ich. Lass mich in Ruhe, Gengar. Gengar schleppt mich fort. Gengar sagte, er würde mich in die Schattenwelt bringen. Was ist die Schattenwelt? Lässt er mich Mutterseelen allein in einer dunklen, fremden Welt zurück? Verdammt, ich habe den falschen Weg genommen. Was? Sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Ist doch egal. Ich lasse dich einfach hier liegen. So, auf Nimmerwiedersehen. Hey, hey, hörst du mich? Wach auf. Oh, wir leben. Dieser Ort. Wieder bei Bewusstsein. Oh! Ich irre mich nicht. Ganz sicher, Gengar hat mich dort gerettet. Vielleicht hat Gengar auch Shawnee gerettet. Irre, du lebst. Oh, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ja, du warst unglaublich. Bin ich froh, dass es dir gut geht. Das ist so schön. Danke. Euch allen danke ich. Aber was ist mit dem Stern? Was ist mit ihm passiert? Xatu. Hab keine Angst. Der Stern, er existiert nicht mehr. Auch wenn es nicht sofort geschieht. Die Katastrophen werden ihr Ende sehen. Tatsächlich? Wir haben es geschafft, Shawnee. Es hat geklappt. Die friedlichen Zeiten sind zurückgekehrt. Hurra, der absolute Wahnsinn! Da scheint noch einer Feuer rein! Ich gebe mit meiner Hydropumpe das Startsignal. Wow, vorsichtig! Zähl mit den Dingern nicht auf mich, klar? Woanders hin, woanders hin! Nein, nein, mach nur! Du machst doch Witze, hä? Ich halte ihn fest! Dann kann er nicht entkommen! Oh, nicht schlecht! Was macht ihr da? Meinst du das ernst? Nein, nicht! Hahaha! Sie machen nur Spaß. Shawnee! Was? Gardevoir. Wir verdanken dir alles, Shawnee. Dir und deinen Freunden. In unserer Welt herrscht wieder Frieden. Vielen Dank für alles. Und nun, Shawnee, deine Aufgabe ist erfüllt. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Shawnee, es tut mir so leid. Sag bitte allen, Lebewohl. Oh, Shawnee! Ah, Shawnee, dein Körper! Was passiert mit dir? Shana. Und ihr alle. Es tut mir leid. Aber ich muss gehen. Was? Was sagst du da? Hört mal alle. Ich danke euch für alles. Wie? Gehen? Was meinst du mit, ich muss gehen? Meine Rolle als Pokémon ist zu Ende. Ich muss nun zurück in die Menschenwelt. Unglaublich. Zurückgehen? In die Menschenwelt? Was? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Haben wir nicht? Sind wir denn nicht Freunde?
Ja, du wirst immer mein Freund sein, Jana. Ich werde euch nie vergessen. Geh nicht, Johnny. Ich bin glücklich, dass ich euch kennenlernen durfte. Ich, was soll ich denn nur ohne dich machen, Johnny? Es tut mir so leid. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Johnny! 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 Musstest du uns verlassen. Johnny hat mir das Leben gerettet. Aber ich habe mich nicht einmal bedankt. Einfach weg, bevor ich Danke sagen konnte. Oh, du hast recht. Einfach so auf davon. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewandt hat. So sollte es geschehen. Unsere Welt. Sie wurde von Johnny gerettet. Ich sehe zurück. Ich sehe, als Johnny sich gen Himmel erhob, schien es, als strahlte es Schicksalsergebenheit aus. Die Bereitschaft, das, was kommen würde, zu akzeptieren. Ich denke, ich... Johnny wurde zum Pokémon, um uns zu retten. Und als der Stern zerstört wurde, wusste Johnny, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Warum? Warum hat Johnny mir das nicht eher gesagt? Wenn Johnny wusste, dass es so kommen würde, warum hat Johnny mir dann nichts gesagt? Diese Worte konnten nicht gesprochen werden. Dein Herz ist nun gebrochen. Und Johnny fühlt den gleichen Abschiedsschmerz wie du. Versuche, das zu verstehen, Jana. Johnny! Was ist das? Ich schwebe zum Himmel. Bin ich jetzt ein Geist? Wo ich wohl hinkomme? Stimmen. Ich höre Stimmen. Dein Freund ist furchtbar unglücklich. Ein wahrer Freund. Ein Freund fürs Leben. Du merkst es erst jetzt. Wenn du es dir wünschst, von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. Okay. Das scheint es gewesen zu sein mit Pokémon Mystery Dungeon. Team Blau. Ein fantastisches Ende. Und gegen Rayquaza hatten wir nicht wirklich Probleme. Und das hat mich ein bisschen beeindruckt. Mein Resümee. Ein fantastisches Spiel. Es ist der erste Teil der ganzen Mystery Dungeon-Reihe. Und er ist fantastisch. Er ist... Nee, nicht leicht, möchte ich sagen, aber... Ich hatte eigentlich nicht wirklich Probleme, außer vielleicht mit... ich weiß gar nicht mehr, mit... Lavados und Arctos. Aber der Rest, der ging eigentlich relativ gut. Die größten Probleme hatte ich dann tatsächlich einmal mit diesem wilden Aerodactyl und dann mit diesen drei Voingenaus in diesem Psycho-Dojo, da ich erinnere mich. Oh, das war Hölle. Das war einfach nur Hölle. Die Pokémon sind wunderschön designt. Die Story ist mitreißend. Man will immer wissen, was passiert. Liebevoll gestaltet alles. Allerdings mussten wir uns jetzt von unseren Freunden verabschieden. Von all unseren Freunden. Vom Rettungsteam Greenwater. Und wir mussten uns verabschieden von Shana. Wir kehren zurück in die Menschenwelt. Aber eine Stimme sagte uns, dass wir uns vielleicht eines Tages wiedersehen.
Vielleicht. Ja, aber dieses vielleicht. Wann wird es eintreffen? Heute? Morgen? In einem Jahr? In einem anderen Leben? Wir wissen es nicht. Aber wir konnten es nicht verhindern. Wir konnten die Welt der Pokémon retten. Und das ist alles, was zählt. Satoru Iwata. Danke für dieses tolle, tolle Spiel. Was sagt ihr dazu? Welchen Teil der ganzen Mystery Dungeon-Reihe findet ihr eigentlich am besten? Ich muss sagen, ich mag alle sehr gerne. Ich will nicht hier weg. Ich möchte noch bleiben. Bei meinem wundervollen, einzigartigen Freund. Ich bin zurück. Ich bin tatsächlich zurück. Shana. Ich bin zurück. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll.